Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs in Neubrandenburg, hatten letztes Mal geguckt, ob alles so gut rund läuft. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, wir machen mal weiter mit der Haltestellen, denke ich mal, und gucken, wo wie viele stehen und dann mal schauen, ob wir irgendwo noch einen Zug draufsetzen müssen oder eine Kutsche oder so. Alles nach dem Logo, ne? So, dann schauen wir doch mal hier Bezeichnung nicht, sondern wartend und dann die ganz vielen Wartenden zuerst. Das ist Gütersloh, aber ach, haben wir das nicht letztens erst schon gemacht? Wir können ja mal trotzdem noch gucken, ne? Wo warten die denn alle für Gütersloh? Hm? Vielleicht muss ja doch noch mehr Zug drauf, oder? Naja, Gütersloh ist schon offen, da brauchen wir jetzt nicht da reingucken. Bad Zwischenahn, Gütersloh Reiterallee, okay, der ist hier irgendwo unterwegs mit der Kutsche dann. 2, 9 sind 11 nach Jena, 27 nach Köln. Das sind dann 38. Königsbrunn ist auch da hinten, 40. Königsbrunn 21 noch dazu. Das sind dann 61. Die sind in der anderen Richtung. Friedrichsdorf geht auch noch nach da oben. Das sind 65, glaube ich, habe ich jetzt gerade gesagt. Neubrandenburg 75. Und 7 sind 82. Zweibrücken ist nicht. Wilnsdorf ist auch nach oben. Oh. Der Zug, der jetzt kommt, der nimmt nicht alle mit. So, jetzt können wir gucken, wenn er wegfährt, ne? Wenn er voll ist. So. Zwischen Ahn, nee. Gütersloh, nee. Köln, ja. 25. 27. Die anderen sind alle jetzt nicht. 27, also, naja, das ist ein halber Zug schon, ne? Dann lass uns doch mal gucken. Neubrandenburg stehen ja auch einige hier. 61, Aachen, Bad Mergentheim, Schwandorf, Jena, Köln, ja, da kommen noch ein paar zu dann. Königsbrunn, ja, ich glaube, wir können da noch einen Zug draufsetzen, oder? Das macht vielleicht Sinn. Okay, wir haben jetzt wieder nicht WASD, wir haben WASD genommen und nicht die Pfeiltasten. Dann müssen wir mal schauen. Aber jetzt kommt hier auch noch einer, ne? Ja, der 43 geladen. Wie viel sind denn auf der Linie drauf? Fahrzeugliste. 1, 2, 3, 4. Einer hat gar nichts. Wo fährt denn der? Okay. Der fährt jetzt nach Gütersloh, oder? Ja. Jetzt mal gerade schneller laufen. Jetzt sollte ich den mal verfolgen. Der fährt jetzt in Gütersloh ein. Hat niemand drinne und fährt mit 31 zurück. Das heißt, jetzt ist da noch Platz. Also doch kein Zug draufsetzen, oder? Da kommt auch keiner im Gegenverkehr zurzeit. Die fahren alle ziemlich hintereinander her. Dieser Zug ist der nächste, der jetzt nach da unten fährt, ne? Deswegen sieht das auch so mau aus mit dem letzten Zug hier, ne? Kann das sein? Letzten, ja doch, letzten Zug passt schon. So, der hat jetzt wie viel da drin? 38. Okay, da hat er auch noch gut geladen, ne? Jetzt hier 24, okay. Aber plus fährt da trotzdem ein, ne? Und da fährt auch 14. Naja, das ist bei den vier Zügen ist das der letzte und dann würde ich sagen in der Reihe, ne? Und dann ist aber trotzdem nicht voll. Also es bleiben keine stehen irgendwo. Das ist das Entscheidende. Das heißt, hier muss nichts hin. So, wie sieht es in den anderen beiden aus? Wie viel stehen hier? 11. Und der kommt da links gerade. Hat 4 geladen. Wenn wir jetzt nach Gütersloh gehen, müssen wir jetzt gucken, was nach Lüneburg fährt. 12. Ja, das ist da definitiv alles okay soweit. Da brauchen wir nichts machen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, der nach hier unten fährt. Nach, was ist das? Bad Zwischenahn? Ne, das war, glaube ich, rechts gerade, ne? Wie heißt denn der Ort, der hier liegt?
zwei Brücken. Da stehen 23. Und da wollen auch welche in beide Richtungen. Und der fährt ja dann noch hier zur Burg. Wir stehen da. 17. Okay, das ist auch nicht so wild, obwohl ich gerade überlege. Ach so, der fährt jetzt nach links. Fährt dann zum Hafen. Gibt's auch keine wartenden Gäste? Nö. Warte mal, dann lassen wir gerade nochmal schnell laufen. Wo war es? Da. Jetzt stehen da die vom Zug, ist klar. Und er hat jetzt keine drinne, ne? Genau, jetzt müssen wir nur schauen, ja. So, der nimmt 17 damit. Jetzt dürften hier fast keine stehen, bis auf die neuen, die jetzt in die andere Richtung erst waren. Okay. Passt soweit, hier bin ich erstmal zufrieden mit. Dann haben wir hier noch was. Hier stehen 43. Lüneburg, Königsehna, Bad Zwischenahn, dann sind hier 2, 5, 10, 13. Die meisten davon sind, ich glaube, das mit den zwei Schiffen, das ist hier schon passend, oder? Dreier sind es auch sogar, ne? Hier ist es voll. Der ist voll. Und der ist auch voll. Die fahren also voll hier rüber. Und wenn ich jetzt hier was... Nee, das passt schon. Da kommen immer wieder welche. Das ist auch gut. Das lassen wir mal so. Hier sind 27. Davon wollen natürlich nicht alle nach Bayreuth in die Richtung, sondern vielleicht auch welche rübergesetzt werden. Hier unten. Ja, passt. Hier ist die Kutsche, die total miese macht wahrscheinlich. Hier steht niemand. Ich wollte die Kutsche haben. So war's. Ja, die fährt hier 1500 miese schon ein. Ich weiß gar nicht, ob wir das so lassen sollten oder. Mit wie viel kommt er jetzt hier an? Mit 40, ist also auch noch nicht mal voll. Bei Reut stehen Zweier, die nach zwei Brücken wollen. Das ist auch noch da hinten, aber das ist frisch generiert wahrscheinlich. Nächster Halt ist hier jetzt, oder? Ja. Da wartet schon der Zug auf den. Wie wir stehen hier? 21 in Willig. Jena, Lüneburg, zwei Brücken, Bünde, Ettlingen. Da sind auch welche, die nach da wollen. Wo fährt der denn jetzt hin? Ah, der fährt da sogar hin, naja. Dann ist das okay. Wir sind da drin. 48 ist also auch noch Platz. Hier ist jetzt kein Zug, schätze ich mal mehr, oder? Ne. Hier stehen 31. Ja, das passt erstmal soweit. Und Ettlingen. Ah, ne, da war noch ein Zug. Da ist er. Hat aber auch nur 22 drin, dann passt das schon mal. Und hier stehen 12. Und wir stehen am Hafen. Einer. Okay, der versucht das Haus, passt erstmal. Okay, da sind wir soweit erstmal klar mit. Da brauchen wir auch nichts machen. Jetzt können wir hier noch bei der Burg mal gucken, wie es hier aussieht. Da steht niemand mehr. Wahrscheinlich passt das jetzt nicht mehr mit den Fahrzeugen hier. Auch der bringt sogar 4 Stück hier hin. Wie sieht es hier aus? Keiner. Und dann unser Hafen? Auch keiner. Das ist nicht so dolle. So, da sind wir. Jetzt gehen wir mal hier hin. Wir stehen in Schwandorf. 9er. Die fahren alle nach da, außer die am Tor. Die wollen woanders hin. Die wollen dahin, okay. Wir stehen hier. 32. Ja. Hier brauchen wir auch nichts ändern, denke ich mal. Wie sieht es hier am Bahnhof auf? Da stehen 5. Also easy going. Hier gibt es noch eine Kutsche, die leer durch die Gegend fährt. Macht auch 1500 miese. Muss man sich leisten können, ne? Oder wie war das? Vielleicht wird das ja mal besser, wenn die Städte größer sind.
Und in Lippstadt steht niemand. Ja, das ist dann halt so. Ne, das war falsch, da will ich hin. Und zwar dann nach hier. Das Fenster kann zu. Wie sieht es in Erlangen aus? Hafen stehen 34. Aber die müssen noch abgeholt werden, weil die zu Burg und zum Rathaus wollen. Okay, aber da haben wir ja Kutschen am Fahren. Und die sind alle voll. Weil die letzte ist voll, dann wird auch die erste voll sein, ja. Was machen die beiden hier? Wahrscheinlich, nee, noch nicht mal Leerfahrt. Ich wollte sagen Leerfahrt, aber da fahren welche mit. Und da ist auch noch halb voll. Das heißt, hier müssten auch welche stehen. Nee, tun es aber nicht. Aber passt schon. Hier steht niemand gerade. Aber das ändert sich. Und da muss eine neue Haltestelle gebaut werden. So, dann lass uns aber gerade noch hier rüber gehen. In N stehen zwei Passagiere, die nach Erlangenwald wollen. Ist klar, sie wollen mit dem Schiff weg. Und wie viele stehen an Erlangenwald? 18. Und die wollen alle weg. Und da kommt aber schon das nächste Schiff. Der bringt auch noch welche. Aber die bleiben teilweise hier auch stehen, sehe ich gerade, weil das hier nicht nur ein einfacher Bahnhof, Hafen ist, sondern ein Transferbahnhof sozusagen. Das heißt, hier sind noch nicht mal alle, die da nach Dingens fahren von den 18. Jetzt entlädt das Schiff. Sind 34 und der fährt wahrscheinlich sogar leer weg. Ne? Genau so ist es. Egal, das ist nicht schlimm. Der macht auf jeden Fall sein Geld, oder? 3.900, das geht, da kann man mit leben. Gut, und da kommt einer vom Festland sozusagen. Der hat 6 drin, passt auch. Okay, da ist noch ein Schiff. Wo fährt das hin? Oder was macht das? Hat 2 ja drinne. Und ist auch unterwegs nach Friedrichshafen. Da unten ist auch noch eins. Das hat 4 und fährt nach Friedrichshafen. Oh, das ist sogar voll mit 16. Krass. So, hier fährt einer weg. Wie viel hat der? Auch voll. Das heißt, hier wird es auch voll sein, oder? Na, 19 geht sogar noch. Davon wollen sogar noch welche weggebracht werden, erstmal, glaube. Ja, sind jetzt nur 16. Okay, das passt dann. Können wir mit leben, oder? Hier stehen 34. Kommt ein Zug gleich. Das passt auch soweit. Wie voll ist der Zug? 35 ist auch nicht so schlimm. Er fährt da hinten hin mit 3 in drinne, okay. Ja, das hier, das rechnet sich irgendwie nicht, ne? Aber ist halt so, 18 Leute stehen hier. Die nimmt der Zug gleich mit, okay, dann passt das. Und auf der anderen Seite steht niemand. Und der Zug war, ne, der kommt gerade, okay. Und bringt aber auch 24 mit, naja, das geht ja dann alles, ne? Das Schiff hier auf dem See, das macht aber Plus, ne? Ja, knapp bei Plus, das passt dann schon. So, wie sieht es in Bad Mergentheim aus? 35 ist auch alles gut, denke ich. Der nimmt jetzt nicht so viele mit, weil die alle dahin wollen. Okay. Und Achim? Ah, 15, ganz entspannt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das erstmal wieder kontrolliert. Ich würde sagen, in der nächsten Runde schauen wir, da war eine Stadt, ich weiß jetzt nicht, in welche das war. Da mussten wir noch ein Haus wieder anschließen mit einer Bushaltestelle. Das werden wir alles in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Guck mal, der ist sogar voll, ey, von der Bushaltestelle. Respekt.